In diesem kurzen Tutorial zeige ich dir, wie du ein Datum per PHP ausgibst und dafür sorgst, dass es auch deutsch formatiert ist. Also nicht so wie hier, dass wir hier das englische Datumsformat sehen, sondern wie wir das deutsche machen. Das geht super einfach mit WordPress in 2 Minuten oder weniger. Was wir hier auf der Seite gemacht haben, ist, wir haben über den Theme Builder einen Shortcode geschrieben, Release Date, und der soll uns das Datum ausgeben. Den haben wir in unserer Functions PHP unseres Child Themes definiert. Falls dir Child Theme nichts sagt, kein Problem. Wir haben dazu einen sehr ausführlichen Artikel, in dem wir dir erklären, was die ganzen Vorteile von einem Child Theme sind. Unter anderem kannst du über ein Child Theme einen eigenen kurzen Shortcode schreiben, der dann eben an einer beliebigen Stelle in deinem Theme irgendwas ausgibt. Also in diesem konkreten Fall ein Datum. Der klassische Weg per PHP ist, dass man zunächst die Locale setzt, das ist die Server-Variable oder die Server-Formatierung für die Zeit, in diesem Fall LC Time. Und dann sagen wir, wir möchten bitte das deutsche Format haben, deswegen eben de_de. DE Deutschland, es gibt nur noch Österreich und Schweiz und so weiter. Dann müssen wir eine Variable mit dem heutigen Date belegen und das auch noch formatieren. Das funktioniert hier hinten in dem Stream. Diese ganzen komischen kryptischen Buchstaben ergeben jetzt eben dieses Donnerstag oder Mittwoch oder was auch immer, Komma, dann 10. Januar 2022 zum Beispiel. Das wird erklärt auf der Seite, die wir dir hier verlinken, unten in der Videobeschreibung. Dort siehst du diese ganzen Parameter und du siehst eben ein kleines D, sagt zum Beispiel 01 bis 31, also das ist der Tag des Monats mit 2 führenden Nullen. Du kannst dir diese Seite übrigens auch nicht auf Deutsch anschauen, warum auch immer. Es gibt hier noch zahlreiche andere Möglichkeiten, also hier das kleine L zum Beispiel, also Sonntag bis Samstag. Und so weiter und so weiter. Also mit diesen Buchstaben kriegst du quasi das komplette Datumsformat hin, das du haben möchtest. Und dann ist der letzte Schritt, dass man jetzt hier quasi seine Ausgabe macht, also etwas zurückgibt, ein Return. Und wir haben hier einen Div, einen Container, der hat eine Klasse und dann steht da drin veröffentlicht am. Und jetzt kommt hier eben dieser Befehl String Format Time. Allerdings ist der mittlerweile deprecated, also PHP selbst sagt, den sollte man nicht mehr verwenden. Und dieser ganze Aufwand, den braucht man alles gar nicht in WordPress, es geht alles viel, viel einfacher. Wir sagen jetzt hier, wir wollten nur die Variable Today ausgeben, wir brauchen auch keine Zeitzone und Today ist jetzt bei uns Date Underscore und dann gibt es hier die Funktion i18n. i18n ist eine Kurzversion von Internationalization. Falls du das Wort Internationalization nimmst, alle Charakter in der Mitte rausnimmst, vorne ein I hast und hinten ein N, dann sind die restlichen Zeichen, die in der Mitte stehen, 18 Buchstaben lang quasi. Und so ist man drauf gekommen, ja, das können wir abkürzen, wir machen da I18N und so kommen wir auf Internationalization in Kurzform. Und das war's eigentlich. Also das hier, was wir da automatisch bekommen haben, brauchen wir alles gar nicht. Wir brauchen jetzt nur noch hier das Datumsformat. Und das Schöne an dieser Funktion ist jetzt, dass die quasi ins WordPress reinschaut, welche Spracheinstellung getroffen ist und dann nach der getroffenen Spracheinstellung das Datum rausformatiert. Das heißt insbesondere, wenn du eine mehrsprachige Webseite hast und eine deutsche sowie eine englische Version der Seite hast, dann wird auf der englischen Version das englische Datumsformat rausgegeben und auf der deutschen Version das deutsche Datumsformat. Also das ist super cool, weil es dir sogar noch ein bisschen Arbeit abnimmt, dass du jetzt nicht zwei Funktionen schreiben musst und sagst, ich möchte jetzt einmal die Datumsaufgabe auf Englisch und einmal die Datumsausgabe auf Deutsch, sondern du kannst immer nur diese eine Funktion verwenden und da kommt immer was Sinnvolles raus in der jeweiligen Formatierung für die jeweilige Sprache. Wenn wir das jetzt so hochladen und dann anschließend nochmal einen Refresh auf unsere Seite machen, dann werden wir sehen, dass da jetzt eben steht, veröffentlicht am und dann Dienstag, 8. Februar 2022. Also ganz toll, hat super funktioniert. Wir sehen hier vorne, das ist das kleine L, das ergibt den Wochentag. Das hier ist ein Komma. Wir gucken nochmal zurück in die Funktion. Ja, das kleine L ist der Wochentag. Dann kommt ein Komma, danach ein Leerzeichen. Dann kommt das J und ein Punkt. Das ist der Tag des Monats ohne führende Null. Danach kommt hier der komplette Monatsname. Das ist das große F. Und dann das große Y. Am Ende ist die Jahreszahl mit 4 Stellen. Also, du siehst quasi, es ist super einfach. Wie gesagt, das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung, sodass du das auch findest. Ich hoffe, dieses kurze Tutorial hat dir weitergeholfen, den kompletten Code, den du hier siehst, zusammen mit dem Shortcode selbst, der dann dafür sorgt, dass das Ganze rausgegeben wird, packe ich dir auch nochmal per Link in die Videobeschreibung rein. Dann kannst du das quasi copy-pasten für dein eigenes Child-Theme und dafür sorgen, dass es auf deiner Seite auch so funktioniert. Du kannst natürlich den Text umschreiben, hier dieses veröffentlicht am, man kann es weglassen, ja, oder man schreibt Veröffentlichungsdatum, wie du möchtest. Man kann es auch noch formatieren, also zum Beispiel fett machen mit einem Strong davor
und so weiter und so fort. Damit kennst du dich ja beim Normalfall aus, wenn du schon mit Child Themes arbeitest. Solltest du Fragen dazu haben, dann hinterlass einfach mal einen Kommentar, wenn dir das Video weitergeholfen hat. Am besten einen Daumen hoch geben und den Kanal abonnieren, denn ich mache hier ganz viele Sachen rund um WordPress und das Thema Webdesign. Ich streame sogar bis zu 4-mal die Woche live. Kannst du auch gerne reinschauen und dort ebenfalls deine Fragen stellen. Dann sehen wir uns bald mal wieder, entweder hier oder live im Stream. Mach's gut, bis dann.